Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Folge 91 von Silvers Cocktailkunde. Vor einiger Zeit hattet ihr ja mal ein paar Items vorgeschlagen, zu denen ich mir Rezepte ausdenken sollte. Eins hatte ich schon damals gemacht, den Most aus Schattenmohn und Zuckerbirnen. Ein zweites ist jetzt heute dran. Deswegen stehe ich auch hier im Dalaran von Legion in der Taverne zum Zauberkasten, Dalarans inoffiziellem Coffeeshop, denn hier arbeitet Mel als Barista. Und all diese Kaffeeanspielungen deuten es schon an, es geht um ein Item mit Kaffeebezug, genauer gesagt die legendär leichte Zauberrüstung. Jetzt bin ich persönlich kein Kaffeetrinker, aber es gibt ja auch durchaus Cocktails mit Kaffeearoma. Und einen habe ich mir als Inspiration für den heutigen Drink rausgesucht, nämlich den White Russian, ein Klassiker mit Kaffeearoma. Ich habe ihn ein klein wenig verändert. Und das wird dann meine legendär leichte Zauberrüstung. Und wie genau das dann ausschaut, das zeige ich euch jetzt. Und wieder einmal starten wir mit unserem Shakerglas. Und als erste Zutat haben wir hier einen Zentiliter Haselnusssirup. Der Tooltip von unserer leichten Zauberrüstung sagt ja ganz eindeutig, dass da Haselnussaromen drin sein sollen. Das packen wir damit rein. 1 Zentiliter Sahne kommt danach und damit sind wir auch schon bei den Zutaten vom White Russian. Nummer 3 ist dann Wodka, davon haben wir 3 Zentiliter. Gefolgt von der letzten Zutat für den White Russian und das ist Kahlua. Wir brauchen ja schließlich noch unser Kaffeearoma und Kahlua ist ein Kaffeelikör. Davon haben wir jetzt 4 Zentiliter, ebenfalls in den Shaker. Und dann fehlt uns noch eine Zutat, für die können wir das Barmaß auf Seite legen. Wir machen noch 2 Dashes Chocolate Bitters in unseren Cocktail dazu. Das Schokoladenaroma passt hervorragend zu dem Kaffee- und Haselnussaroma, das wir schon haben. Das Ganze wird dann jetzt auf Eiswürfeln geshaked für ca. 10 Sekunden. Hier ruhig kräftig shaken, wir haben ja schließlich Sahne drin, damit die sich gut mit dem Rest vermischt. Wenn wir dann fertig sind, können wir den Shaker öffnen, lassen das Ganze wie immer noch ein kleines bisschen abtropfen. Und nehmen uns dann unser Glas, das ist in diesem Fall ein Rocks-Glas mit frischen Eiswürfeln. Und auf diese frischen Eiswürfel seihen wir den Drink dann jetzt ab. Es fehlt noch eine Garnitur am Glas und dann nehmen wir jetzt mal ausnahmsweise keine Früchte, sondern ich habe hier so ein kleines Spießchen mit 2 Giottos dran vorbereitet. Dieser kleine süße Snack passt hervorragend zu diesem Drink. So, das ist dann also mein Rezept für die legendär leichte Zauberrüstung. Wie immer seht ihr das Rezept gleich noch einmal im Standbild und in der Videobeschreibung steht es auch. Und damit war es das von meiner Seite für dieses Mal. Ich sage herzlichen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder, wenn ihr mögt. Und bis dahin, macht es gut. Und Prost! Deswegen habe ich mir als Inspiration für den heutigen Drink auch einen Kaffeearoma...